Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 auf der Obergräbach. Am wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ja, ich habe inzwischen schon auf den nächsten Tag vorgespult. Jetzt sind die Felder im Endwachstumsstufen und jetzt müssen die Wein auch wieder zum Ausmisten und zum Nachfüllen. Ja, und das würde ich jetzt sagen. Legen wir los. So. Nehmen wir den MP-Truck. Gehen wir mal da die Schaufel richten ständig und dann können wir das. So. Dann können wir das da eine tun. Dann müssen wir jetzt Pro nachfüllen. Dann würde ich sagen, lassen wir mal die Schaufel da kurz stehen. So. Schnappen wir uns zwar den Streuer. Für Stroh. Oder ist der auf der anderen Seite? Ah, der ist auf der anderen Seite. Ich muss kurz zu den Feldern schauen. Ah, die sind noch nicht reif. Na. Ja, das ladet jetzt. Ja, dann lassen wir das einmal machen. Dann schauen wir kurz wieder zu den Feldern. Ah, jetzt sind sie gleich an. Jetzt sind sie schon in der ersten Stufe. Ah, die sind jetzt voll. Dann würde ich sagen, koppeln wir das wieder ab. Schnappen wir uns das Fass, füllen das Wasser auf. So, dann füllen wir einmal das Wasser auf. Schauen wir kurz. Ah, das ist auch gleich voll. Koppeln wir wieder ab. Schauen wir mal, ob wir da die Schaufel aufstellen können. So. Stellen wir einmal die da her. So, abkoppeln. Zack. Schauen wir nochmal schnell zu den Feldern. Nehmen wir die Zeit noch ein bisschen auf. Ah, falscher Knopf. Schauen wir mal kurz, wie lange das dauert da noch. Einmal kurz in der Nacht. Mal kurz da mal das Licht an. So, jetzt sind wir eigentlich fertig. Warum nehme ich eigentlich den Knopf? Spulen wir noch schnell auf den nächsten Tag vor, damit wir kurz ausstellen. Jetzt sind wir im Minus. Aber das macht nichts. So.
Was brauchen wir jetzt noch bei den Tieren? Wir haben da eigentlich schon alles verkaufen. Ah, da muss ich jetzt warten. So. Lass mal auf 15 vorlaufen und dann schnappen wir uns nochmal die Schaufel und dann misst man kurz nochmal schnell aus und dann geht es eigentlich ohne Felder weit. So. So. Zack. So, ja. Stellen wir es wieder daher. So. Dann geht's ab auf den Hof. Dann Brecher schnappen. Und los geht's. Muss ich kurz schauen, was wir da angesagt haben. Hafer und Raps. Also ein paar. Lass mal den kurz so stehen, schnappen wir uns den Drescher und nehmen das normale Schneidwerk für Weizen, Gerste und Raps, das was gerade aussteht. Und dann schauen wir weiter, wie viel wir da zum Arbeiten haben auf dem Feld. Ankoppeln, los geht's. So. Ich hoffe, euch hat die letzte Folge gefallen. Und ja, da können wir eigentlich den Kurs aussortieren. Und dann da raus gleich. Eigentlich rundum leuchten an. Da war falsch eingeschlagen. So. Dann lassen wir das eigentlich so stehen, abkoppeln. Die Karten können wir zu machen, aufklappen, Schneidwerk ankoppeln. Und dann können wir schon mit Arbeiten beginnen. So. Sojabohnen sind das. Wechselmarmel in Innenansicht und dann geht's eigentlich gleich los. Muss ich nur schauen, ob das so passt. So. Wo mal deine und dann geht es eigentlich dahin. So, jetzt muss ich kurz noch was schauen. Und zwar, was bringen uns momentan Sojabohnen? 2158 Euro beim Agril. Okay. Auch die Schweine Sojabohnen. Ja, den Rest könnte man eigentlich verkaufen. So. Innenansicht wollte eigentlich fahren.
So. Und da wieder auf. So. Wieder was stehen lassen, aber das macht nichts. So, 19% schon. Schöne Ertrag. So. Dann werde ich was schauen kurz. Aha, passt. Geht's weiter. Also steht noch Mais. So. Fahrgewende ist fertig. Dann geht's da wieder runter. Und so geht's eigentlich dahin mit der Feldarbeit. Dann steht eh wieder Düngen, Kolken. Ja, und wieder alles an und dabei das andere Feld abernten. Und ja, so sind eigentlich die Zukunftspläne da. Also was wir als nächstes zu machen haben. So. 33%. Ah, das ist bei noch nicht holen, den Anhänger. Bleibt da. Reicht einmal, wenn wir da einmal einen vollen keinen Dank haben, dann gehe ich erst den Hänger holen. Aber es dauert noch. So, jetzt sind wir mit der Bonage wieder fertig. Na, die Textur geht auch so gerade in Ordnung von dem Drescher hier im Innenraum. Dann da oben. Sind das eigentlich Synchronisationsprobleme da mit dem Bloch oder mal da was vergessen anzusehen? So. Dann würde ich sagen, tun wir nicht zu viel reden, tun wir arbeiten. So. Tun wir wieder was stehen lassen. So, dann geht's da wieder weiter. Und dann schauen wir einmal, wie viel wir da Ertrag aus dem Feld kriegen. Weil wir haben ja noch, wie viel Liter haben wir noch im Lager? 10.841 Liter Sojabohnen. Und ja. Ich hoffe, euch hat das letzte Video mit dem Schnitt, so wie ich es gemacht habe, gefallen. Und das werde ich also fortsetzen. Und ja, dann würde es mich riesig freuen, wenn ihr auch noch abonniert und die Videos liked, wenn sie euch gefallen. Und wenn ihr Fragen habt oder Wünsche oder Empfehlungen, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Das wird mich sehr unterstützen. Und ja. So, der nächste Bahn. Ich glaube, da braucht man nur einmal abdanken, den Drescher. So, dann fahren wir die Bahn noch oben und dann schauen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. 50% haben wir schon mit Sojabohnen und ja. So, Textur ist auch gerade so in Ordnung.
Warum gibt es eigentlich noch kein Corporate Straw? Schreibt es einmal in die Kommentare oder ob es das schon gibt. So, dann sehen wir noch die Branche nochmal. So, dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da. Schreibt gerne was in die Kommentare. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Das wird mich nämlich sehr unterstützen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.